أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مثل البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها، في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى، يا من يرى، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, an diesem gesegneten Freitag möchten wir inshallah ta'ala über ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Muslime sprechen. Und darum sollten wir heute bi'idhnillah ta'ala nicht nur mit unseren Ohren zuhören, sondern wir sollten heute unsere Herzen öffnen, damit diese Worte in unsere Herzen durchdringen. Denn es ist wahrlich ein Lebensweg. Das Thema ist, wie reinige ich mein Herz nach den Sünden? Allah Azza wa Jal, er hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. So sagt er uns Subhana in seinem edlen Buch, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Punkt. Aus. Es kommt kein Komma dahinter, lieber Diener Allahs. Also solltest du verstehen, der Grund, warum Allah Azza wa Jal mich und dich erschaffen hat, ist, dass er auf rechtmäßige Weise, Subhana, angebetet werden möchte. Und das ist nicht deine freie Entscheidung, sondern Allah Azza wa Jal, er hat bestimmt, Subhana, dass er dich erschafft. Du wurdest nicht gefragt. Du wurdest nicht gefragt, lieber Diener Allahs, ob du erschaffen werden möchtest oder nicht. Es war die Entscheidung Allahs und Allah entscheidet, wie er möchte. Du fügst dich. Du bist ein unterwerfender Diener, deswegen nennst du dich doch selber Muslim. Weißt du denn nicht, was dieses Wort bedeutet? Du unterwirfst dich. Allah Azza wa Jal. Ohne Wenn und Aber. Allah hat mich erschaffen, er hat dich erschaffen. Allah möchte, dass ich ihm diene, du dienst ihm. Allah möchte, dass ich einen bestimmten Weg im Leben beschreite, du beschreitest diesen Weg ohne Wenn und Aber. Deswegen nennst du dich doch Muslim, oder? Oder heißt das Wort Islam bei dir etwas anderes, als was unsere Religion uns beigebracht hat, lieber Diener Allahs? Und deswegen sollten wir wissen, wir haben einen Weg von Allah Azza wa Jal vorgegeben bekommen. Dieser Weg bedeutet, dass wir uns dem Halal, dem Erlaubten, nähern dürfen und dass wir uns vom Haram, vom Verbotenen entfernen müssen. Allahs Gesetz. Du und ich, wir sind Muslime, also tun wir, was Allah Azza wa Jal uns vorgegeben hat als Lebensweg. Was halal ist, was erlaubt ist, es ist erlaubt für dich, dieses zu tun. Aber was haram ist, so solltest du wissen, davon musst du dich als Muslim weit entfernen. Denn was Allah Azza wa Jal liebt, das musst du lieben. Und was Allah Azza wa Jal nicht liebt, wehe dir, o Diener Allahs, dass du dieses liebst. Allah, mein und dein Herr. Bist du zufrieden mit Allah als deinem Herrn? Oder möchtest du einen anderen Herrn aus Allah? Möchtest du einen anderen Herrn außer Allah, wallahi, dann wisse, dieser Herr, den du dir in dieser Dunya genommen hast, und wenn es auch deine Gelüste sind, sie sollen dir am Tage der Auferstehung vor Allah helfen. Allahumma najina minan nar. Allah möchte nicht, dass wir Haram machen, liebe Geschwister. Aber Allah Azza wa Jal, er hat uns als schwache Diener erschaffen. Und so kommt es häufig vor, dass wir etwas nicht Erlaubtes tun, was Allah nicht liebt, aber
Wir haben einen klaren Lebensweg vorgeschrieben bekommen, wie wir dieses wieder korrigieren können. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: "Kullu bani Adam khatta, wa khayrul khatta'ina tawwabun." Jeder Sohn Adams begeht Fehler, begeht Sünden. Und die Besten, hör zu, lieber Diener, die Besten sind diejenigen, die zu Allah reuig zurückkehren. Ich und du, wir machen alle Sünden. Und niemand auf dieser Welt ist da, der keine Sünden macht. Das sollte uns erstmal allen klar sein, liebe Geschwister. Nur der Unterschied zwischen uns und den Kuffar ist, Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, liebe Geschwister, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Diejenigen, die eine Fahisha, eine abscheuliche Tat begehen. Und Allah redet hier über die Muhsinin, über diejenigen, die die höchste Glaubensstufe erreicht haben. Allahumma ja'alna minhum. Sie haben die höchste Glaubensstufe erreicht, Al-Muhsinin, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, diejenigen, die, wenn sie eine Sünde machen oder sich selbst Unrecht antun, dann gedenken sie Allahs. Der Unterschied zwischen dir und einem Käfer ist, dass wenn du eine Sünde machst, du bereust das in deinem Herzen. Denn du weißt, dass Allah Azza wa Jal diese Sünde an dir nicht liebt. Und was Allah nicht liebt, wehe dir, dass du das liebst. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. So bitten sie Allah um Vergebung für die Sünden, die sie gemacht haben. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Und niemand, hört zu, Diener Allahs, niemand vergibt die Sünden außer Allah. Aber Allah hat dir eine Bedingung vorgesetzt. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und sie beharren nicht auf dem, dass sie diese ständig machen, wo sie doch wissen. Bedeutet, liebe Geschwister, die meisten Sünden, die wir machen, wir möchten sie eigentlich nicht tun, aber Shaitan, in diesem Moment, wo er sieht, dass wir schwach sind, so nutzt er diese Situation aus, um uns zu einer Sünde zu bringen. Er flüstert uns. Und auch unsere Seele, wenn wir sie nicht richtig erzogen haben, so will sie uns zum Schlechten bringen, liebe Geschwister. Bedeutet für uns, wir haben Gegner, die ernst zu nehmen sind. Und diese Gegner wollen uns zu der Sünde treiben. Aber was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist, dass du erstmal verstehst, du solltest nicht absichtlich sündigen. Du bist draußen und du hast dir nicht vorgenommen zu sündigen. Du hast dir nicht vorgenommen zu sündigen. Denn es gibt Leute, walayyadu billah, er geht raus mit dem Ziel zu sündigen. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Nein, so ist ein Muslim nicht. Er geht raus und er hat nicht vor zu sündigen. Aber dann bringt Shaitan ihm dazu, dass er auf eine Frau schaut. Dann bringt Shaitan ihm dazu, dass er vielleicht in einen Laden hereingeht, welcher Allah Azza wa Jal nicht gefällt. Eine Sünde. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist nicht, dass du darauf beharrst, sondern die Lösung ist, dass du jetzt korrigierst, was du falsch gemacht hast. Deswegen sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, اتق الله حيث ما كنت. Fürchte Allah, wo auch immer du bist. واتبع السيئة الحسنة تمحها. Und lasse immer nach einer schlechten Tat eine gute Tat folgen. Das ist unser Lebensweg. Das ist der Manhaj von einem Muslim. Lasse nach einer schlechten Tat, weiß Allah, dass du schlechte Taten machst, weiß Allah, dass wir allesamt schlechte Taten machen. Ey Wallah, derjenige, der uns erschaffen hat und unsere Taten erschaffen hat, er weiß am besten, dass wir schwache Diener sind. Aber Allah, er vernichtet uns nicht nach einer Sünde, sondern Allah Azza wa Jal gibt dir einen Lebensweg vor, dass du nach einer schlechten Tat eine gute Tat folgen lässt. Und lass nach einer schlechten Tat eine gute Tat folgen, damit sie sie löscht. Das ist doch dein Ziel. Denn ein Muslim fürchtet, mit offenen Sünden vor Allah Azza wa Jal zu stehen. Sünden, für die er nicht bereut hat, lieber Diener Allahs. Denn diese Sünden, Wallahi al-Azim, können unser Verhängnis sein am Tage der Auferstehung. Denn Allah Azza wa Jal, er kann eine kleine, einfache, gute Tat zu einem Grund machen dafür, dass du in das Paradies hereingehst. Und Allah, er kann eine einfache, schlechte Tat
als Grund nehmen zu Behana und er tut, was er will, um dich in das Höllenfeuer eingehen zu lassen. Hast du nicht von dem Mann gehört, der etwas Schädliches von dem Boden aufgehoben hat und Allah hat ihm deswegen seine Sünden vergeben und ihn in das Paradies eingehen lassen? Und hast du nicht von der Frau gehört, die eine Katze eingesperrt hat, die nicht mehr herausgehen konnte und von den Tierchen der Erde essen konnte, so ist sie verhungert und Allah hat sie deswegen in das Höllenfeuer eingehen lassen. Einfache Taten in unserem Auge, aus unserer Sicht, aber bei Allah sind sie gewaltig, liebe Geschwister. Möge Allah Azzawajal uns immer zu den besten Taten verleihen. Ibn Mas'ud radiallahu an, er berichtet, anna rajulan asaba min imra'atin qubla. Eine Person, ein Mann, er hat eine Frau geküsst. Ein Mann hat eine Frau geküsst. In unserer Zeit nichts Ungewöhnliches. Aber er hat sie nicht rechtmäßig geküsst, sondern es war nicht seine Frau. Liebe Geschwister. Und es gibt andere Überlieferungen, wo es heißt, فَعَلَ كُلْ شَيْءٍ وَلَكِنْ لَا زَنَ بِهَا. Er hat mit ihr alles getan, aber die Sinne, die größere Sünde, hat er mit ihr nicht gemacht. Er hat eine Frau unrechtmäßig geküsst, also فَأَتَى النَّبِيَّ sallallahu alaihi wasallam. So ist er zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekommen. فَأَخْبَرَ. So hat er ihn darüber berichtet, was er getan hat, dieser Mann. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hat in dem Zeitpunkt nichts gesagt, weil jetzt Al-Wahi gerade zu ihm kam, die Offenbarung. Dann, liebe Geschwister, hat Allah Azza wa Jal eine gewaltige Ayah herabgesandt. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Und verrichte das Gebet an den beiden Tagesenden. Die Gelehrten sagen, das ist das Morgensgebet, Salatul Subh, und das ist Salatul Asr und das Asr-Gebet. Und bete auch in den späten Stunden der Nacht. Bete auch in den späten Stunden der Nacht, denn die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und dieses ist eine Ermahnung für die, die nachdenken. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, dieser Mann, er hat eine Sünde begangen. Aber er hat das Gebet verrichtet. Und Allah Azza wa Jal hat als Antwort für diesen Mann diese Ayah herabgesandt, dass er das Gebet verrichten soll an den beiden Tagesenden und in der späten Nacht, liebe Geschwister, denn dieses löscht die schlechten Taten. Dieses löscht die schlechten Taten. Dieser Mann, als er diese Eier, und sie ist wahrlich eine frohe Botschaft für die Gläubigen, als er gehört hat, dass diese Eier herabgesandt wurde, so sagte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali hada, ist diese Eier speziell für mich? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, li jami'i ummati kullihim. Es ist für meine gesamte Umma. Allah, er hat dir eine Möglichkeit gegeben, dass wenn auch immer du sündigst, du danach betest, dass deine Sünde gelöscht wird damit. Was hat dieser Mann gemacht? Der hat diese Frau unrechtmäßig angefasst. Das ist auch Sinner. Aber es gibt eine größere Sinner. Das, was auch eine große Sünde ist. Und das andere, liebe Geschwister, hat nicht den Grad von der großen Sünde, aber es ist trotzdem ein Teil von der Sünde. Innal hasanat yudhibna sayyiat, wahrlich, die guten Taten löschen die schlechten Taten. Das meint lediglich die kleinen Sünden, nicht aber die großen Sünden. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, as-salawatul khams, die fünf Gebete, wal jum'atu ila al jum'ati, und vom Freitag zum Freitag, wa ramadanu ila ramadana, und vom Monat Ramadan bis zum nächsten Jahr Ramadan, mukaffaratun ma bainahun idha ijtanaba al kaba'ir. Diese guten Taten löschen die Sünden, wenn man nicht große Sünden dazwischen begeht. Jum'a, heute sitzt du hier. Du hörst der Rede zu, du gehst heraus, Allah hat dir deine kleinen Sünden gelöscht. Von Ramadan zu Ramadan, und das ist ein Jahr Unterschied, sind deine kleinen Sünden allesamt gelöscht, wenn du nicht große Sünden dazwischen machst.
Also liegt es an dir zu erfahren, was sind große Sünden. Die meisten denken nur Alkohol trinken ist eine große Sünde. Oder die Sinne ist eine große Sünde. Oder Glücksspiel ist eine große Sünde. Oder. Aber tatsächlich gibt es große Sünden, über die viele Muslime unaufmerksam sind. Dass du über deinen Bruder lästerst oder über deine Schwester lästerst, ist eine große Sünde. Riba. Dass du Kibir im Herzen hast, Hochmut. Dieses ist eine der gewaltigsten Sünden, aufgrund dessen man in das Höllenfeuer hält. Große Sünde. Du kannst ein Wort sprechen und du schenkst diesem Wort keine Aufmerksamkeit. Aber bei Allah ist dieses ein Grund, warum du in das Höllenfeuer hereingehst. Subhanallah al-Azim. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir genau darauf achten, wie unser Verhalten in dieser Dunya ist. Die Sache ist gefährlich mit den Sünden. Aber Allah Azza wa Jal hat uns einen Lebensweg vorgegeben, wie wir diese Sünden löschen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns beschrieben, wie gefährlich die Sünden sind. Er sagte, innal abda idha aznaba dhanban, wenn der Diener eine Sünde begeht, liebe Geschwister, höre, was passiert. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Dann wird in seinem Herzen ein schwarzer Punkt gemacht. Auf dein Herz kommt ein schwarzer Punkt, weil du die Sünde gemacht hast. Fa'in taba wa naza'a wa staghfara suqila qalbuh. Wenn er aber bereut, bereust du nach einer Sünde. Und wenn er mit der Sünde aufhört und wenn er Allah um Vergebung bittet, dann wird dieser schwarze Fleck entfernt. Du kannst dein Herz reinigen von den Sünden, von den schwarzen Sünden, indem du bei Allah Azza wa Jal bereust und mit der Sünde aufhörst und Allah immer um Vergebung bittest. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Das sollte eine der meisten Dua bei dir sein, dass du täglich in deinem Leben anwendest, liebe Geschwister. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagte auch bezüglich der Hartnäckigen, wenn er dieses weitermacht, nicht damit aufhört, dann wird sein Herz nicht gereinigt. Das bedeutet, der schwarze Fleck nimmt immer mehr zu, liebe Geschwister. Hatta talwa qalba. Bis sein Herz völlig dunkel ist. Und wenn dein Herz völlig dunkel ist, dann wird Allah Azza wa Jal dieses Herz versiegeln. Du kannst die Wahrheit nicht mehr von der Lüge unterscheiden. Subhanallah al-Azim. Thumma tala al-Aya. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Aya gelesen. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Aber nein, über ihre Herzen hat sich Schmutz angelegt, sagt Allah Azza wa Jal, für das, was sie erworben haben. Ran, das ist, dass sich über dein Herz eine Hülle legt und diese Hülle, sie ist dafür verantwortlich, dass du nicht mehr das Gute tust, dass dich das Gute nicht mehr erreicht. Möchtest du so einen Herzenszustand haben und rede mit vielen Muslimen. Wallahi al-Azim, bei vielen hast du das Gefühl, dass sie schon ein dunkelschwarzes Herz haben. Du liest ihnen eine Eier vor, er sagt dir, ist mir egal. Du liest ihnen ein Hadith vor, er sagt dir, lass mich damit in Ruhe. Geh du zu deinen gläubigen Leuten, ich habe andere Leute, mit denen ich zufrieden bin. Und dieses ist die Hülle über sein Herzen, liebe Geschwister. Wann möchtest du endlich bereuen? Und wir haben einen Zustand, wo viele Jugendliche eine falsche Vorstellung über unsere Religion haben. Wenn du mit den Jugendlichen redest, du sagst zu ihm, Yachi, wann möchtest du endlich bereuen? Er sagt dir, ich kann jetzt nicht bereuen. Warum kannst du nicht bereuen? Ja, ich mache noch Zina. Schaut mal, subhanallah, wie Shaitan ihn hereinlegt, weil er diese Sünde macht. Dann entfernt er sich selber von den guten Taten. Er lässt ab von den guten Taten, nur weil er eine Sünde macht. Und das ist Shaitan. Er bringt uns dazu, so zu denken, liebe Geschwister. Eine Frage, lieber Diener Allahs. Was ist besser für dich? Dass du betest und Sinner machst oder dass du nicht betest und trotzdem Sinner machst? Was ist besser bei Allah? Azza wa Jal. Bete und du wirst mit der Sinner inshallah ta'ala aufhören. Denn wenn du immer wieder zum Gebet zurückkehrst, Allah Azza wa Jal sagt, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab
vom Schändlichen und Abscheulichen. Solange du das Gebet verrichtest, wirst du abgehalten von den Schändlichkeiten. Hörst du auf mit dem Gebet, sind die Türen zur Sünde alle offen. Und das sehen wir. Leute, die gebetet haben, MashaAllah, auf einmal haben ihre Augen geglitzert. Wenn sie das Wort Paradies gehört haben, wenn sie das Wort Allah gehört haben, wenn sie das Wort Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört haben, sie haben gebetet, sie hatten Ruhe in ihrem Herzen und nachdem sie so einen wunderschönen Zustand, Geschmack erlebt haben, kehren sie wieder zurück, wal'iyadu billah, und lassen das Gebet und schaut, wie ihre Taten dann sind. Schlimmer als in der Jahiliyyah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Solange du betest, wird Allah Azza wa Jal nicht zulassen, wenn du richtig betest. Wird Allah nicht zulassen, dass du den Sünden näher bist als dem Glauben. Ich sage nicht, dass du keine Sünden machst, doch. Aber der Glaube ist näher zu dir als der Kufr. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Das solltest du verstehen, lieber Diener Allahs. Deswegen lösche deine Sünden, indem du eine gute Tat machst. Und das Gebet ist eine der wunderschönen Taten, sodass du auch immer deine Sünden löschen kannst. Wenn du eine Sünde gemacht hast, lass sie nicht einfach stehen. Dann bereue bei Allah Azza wa Jal. Wenn du eine Sünde gemacht hast, dann lass sie nicht einfach stehen, sondern gib danach eine Sadaqa. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, As-Sadaqa tutfi'ul khati'a. Die Sadaqa, das Almosen, es löscht den begangenen Fehler, die Sünde. Wenn du eine Sadaqa gibst, dann löscht das deine Tat. Gib, was auch immer du geben möchtest, auch wenn es 10 Cent sind. Gib eine Sadaqa, damit sie was löscht, deine Sünde, lieber Diener Allahs. Wenn du eine schlechte Tat gemacht hast, dann bete. Dann mach ein Gebet von 2 Raka, ein freiwilliges Gebet, wo du dich konzentrierst. Danach wird Allah Azza wa Jal dir deine Sünde vergeben, die du vorher gemacht hast. Wenn du eine schlechte Tat gemacht hast, dann liest den Koran danach. Eine Seite, 2 Seiten, was auch immer du möchtest, eine Seite Koran lesen, sind 6000 Hasanat. Und wenn du Schwierigkeiten hast beim Lesen, sind das für dich nicht 6000 Hasanat, sondern 12000 Hasanat, lieber Diener Allahs. Allah ist gnädig zu dir. Wann möchtest du endlich begreifen? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Und lass nach einer schlechten Tat eine gute Tat folgen. Die beste Tat, die du nach einer schlechten Tat folgen lassen kannst, ist die Taube. Die Reue. Allah Azza wa Jal sagt in seinem edlen Buch: Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Außer denjenigen, die bereuen. Allahu Akbar. Allah liebt sie. Allah liebt dich. Es gibt viele Zustände im Leben. Wir machen gerade eine Sünde oder wir haben gerade bereut. In welchem Zustand möchtest du, dass Allah deine Seele nimmt? Lieber diene Allahs nicht, wenn du gerade bereut hast. Wallahi, Allah kann dir aufgrund dieser Reue alle Taten vergeben, alle Sünden vergeben, wie wir gleich hören werden. Inna man taba, außer derjenige, der bereut. Wa amana, und glaubt und Gutes tut, so wird Allah ihre schlechten Taten zu Guten umwandeln. Und Allah ist allvergebend, barmherzig. Wie viel Ayat brauchst du noch, damit du endlich zu Allah reuig zurückkehrst? Wie viel? Reicht dir das Versprechen Allahs nicht? Ja'a Shaykhun Kabir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Ein alter Mann, ein sehr alter Mann, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er wurde beschrieben, dass seine Augenbrauen schon in den Augen drin waren. Also könnt ihr euch vorstellen, wie alt diese Person war, liebe Geschwister. Faqala, ya Rasulallah, rajulun. رجل ein Mann غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتتفها بيمينه. Es gibt keine Sünde, die dieser alte Mann in seinem Leben ausgelassen hat, außer dass er sie getan hat.
Nimm einen Sündenkatalog, du wirst keine Seite offen finden, was dieser Mann nicht gemacht hat. So sagte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hört diese Worte, liebe Geschwister, gewaltige Worte. Er sagte, ja Rasulallah, لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقته. Wenn diese Sünden allesamt, die dieser eine Mann gemacht hat, auf alle Erdenbewohner verteilt werden würden, würde es reichen, dass jeder einzelne Mann zerstört wird. So viel Sünden hat er gemacht. Hast du das verstanden? Er hat so viel an Sünden gemacht, dass wenn er all seine Sünden an die Erdenbewohner abgibt, jeder Einzelne deswegen in das Höllenfeuer kommt. فَهَلْ لَهُمْ مِنْ تَوْبَةٍ. Gibt es für ihn eine Reue? So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direkt zu diesem Mann, أَأَسْلَمْ. Hast du den Islam angenommen? So sagte der Mann, أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Was mich anbelangt, so bezeuge ich, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Sagst du das nur mit der Zunge oder lebst du auch danach, lieber Diener Allahs? Schau, wie die Antwort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Er sagte, فَإِنَّ اللَّهَ غَافِرُ لَكَ. Allah hat dir deine Sünden vergeben. Der Mann hat das nicht geglaubt. Er sagte, ja, Rasulallah, so als ob er ihn nochmal erinnern möchte, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überhaupt seine Frage verstanden hat. Er sagte, وَغَدَرَاتِ وَفَجَرَاتِ. Alle meine schlechten Taten hat Allah sie tatsächlich vergeben. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَغَدَرَاتُكْ وَفَجَرَاتُكْ. All deine üblen Taten, die du gemacht hast, Allah hat sie verwandelt in gute Taten. So ging dieser Mann weg. فَوَلَّ الرَّجُلْ يُكَبِّرْ وَيُهَلِّلْ. So ist er weggegangen, der Mann. Und er hat gesagt, Allahu Akbar. Allahu Akbar über denjenigen, der die Sünden vergibt. Und er sagte, La ilaha illallah. Niemand anderen habe ich als Gott, außer Allah. Und er vergibt mir die Sünde. Hast du so viel Sünden gemacht wie er? Und das ist das Problem, dass unsere Jugendlichen nicht bereuen möchten. Du gehst zu ihm hin, wie auch Bilal ibn Sa'd, rahmatullah alayh, gesagt hat, einer der Salaf-Gelehrten, liebe Geschwister, sie gingen zu einem Mann. Er sagte, قِيلَ لِأَحَدِنَا تُرِيدُ أَنْ تَمُوتُ. Wir sagten zu einem, der mit uns war, möchtest du sterben? So sagte dieser Mann, la. Dann fragten sie ihn, nimmer, warum möchtest du nicht sterben? Er sagte, hört mal, und das ist die Antwort von vielen Leuten, wallahi al-azim, das ist die Antwort von vielen Leuten. Er sagte, حتى أتوب وأعمل صالحا. Bis ich bereue und gute Taten mache. Dann sagten sie zu ihm, zu diesem Sünder, أعمل, mache gute Taten. So sagte dieser Mann, سوف أعمل. Ich werde irgendwann bereuen. Dann sagten sie, ما له هذا الرجل لا يريد أن يتوب ولا يريد أن يموت. Was ist mit diesem Mann? Weder möchte er sterben, noch möchte er bereuen. Was möchte er? Was möchte er, liebe Geschwister? Und das ist der Zustand, den wir haben. Du gehst zu einem Mann, ich persönlich, ich kenne einen. Ich sage zu ihm, und er hat wahrlich nicht mehr lange zu leben. Ich sage, tub ila Allah. Bereue bei Allah Azza wa Jal. Er sagte, ich kann nicht. Was möchtest du? Ich möchte noch die Hajj machen. Wann ist die Hajj? Wer weiß, ob du diese Hajj überlebst? Bereue jetzt bei Allah, ich kann nicht. Er möchte nicht sterben, weil er weiß, welche Sünden er auf dem Buckel zu tragen hat. Aber er möchte auch gleichzeitig nicht bereuen. Was möchte er? Und ich frage dich, lieber Bruder, was möchtest du überhaupt, dass du genauso bist wie dieser Mann? Lass dich nicht von Shaitan vorführen, denn wahrlich, er ist jemand, er möchte dich in das Höllenfeuer mitnehmen. إِنَّهُ يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Er ruft seine Gefolgschaft, seine Anhänger, die ihm gefolgt sind, nur dazu auf, dass sie zu den Leuten des Höllenfeuers gehören. Wenn du eine schlechte Tat machst, korrigiere sie mit einer guten Tat. Aber die großen Sünden brauchen eine Reue, lieber Bruder und liebe Schwester. Aber alle kleinen Sünden und die meisten Sünden, die wir machen, sind kleine Sünden, unaufmerksam. Wir hatten nicht vor, sie zu tun. Subhanallah, wenn du betest, werden sie gelöscht.
Wenn du eine Sadaqa gibst, werden sie gelöscht. Wenn du Koran liest, werden sie gelöscht. Mach eine gute Tat, aber lass diese Sünden nicht stehen, sodass sie zum Schluss ein Verhängnis für dich sein werden. Möge Allah Azza wa Jalla uns vergeben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns von den Sünden entfernen und uns zu den guten Taten leiten. Möge Allah Azza wa Jalla uns am Tage der Auferstehung nicht wegen einer Sünde in das Höllenfeuer werfen, der wir keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Möge Allah Azza wa Jalla eine kleine, einfache Tat zu einem Grund machen, dass wir in das Paradies eingehen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.